Treffer an einem Punkt. Also wackeln ist ja okay. Lizzys geile Pistole? Nee, hab ich nicht. Aber verhindert ja nur den horizontalen Rückstoß, ne? Das heißt, dass die Waffe nach links und nach rechts geht. Hat ja nichts damit zu tun, dass die Waffe nach oben geht. Also reduziert ja nicht den vertikalen Rückstoß. Sondern nur den horizontalen. Kann sein, dass ich die schon hatte. Wenn es eine ikonische Waffe ist. Habe ich sie bestimmt in meinem Lager. Level 20 im Itemherstellung erforderlich. Achso, ich bin jetzt bei Level 17, okay. Vollgeladene Techwache, nochmal 30% schauen. Aha. Verlasse das Apartment. Okay. Ja, nicht ganz, das ist ja gerade das Ding. Weil wenn das stimmt, was da steht, verhindert horizontalen Rückstoß. Der horizontale Rückstoß ist aber nur das, links und rechts. Der vertikale Rückstoß ist damit aber nicht gemeint. Verstehst du? Also links und rechts wird verhindert, aber nicht oben und unten. Die Waffe geht trotzdem nach oben. Du hast gerade gesehen, wie die so ein bisschen nach links gegangen ist. Und drauf achten. So ein bisschen immer so wandert, hast du das gesehen? Und wenn ich den jetzt da reinmache. Aber sie geht trotzdem nach oben, siehst du es? Aber sie geht nicht mehr links und rechts. Aber sie geht trotzdem noch nach oben, siehst du? Nochmal hier, ne? Guck unten auf diesen kleinen Pfeil. Der ist genau auf dieser Linie. Siehst du den? Unten, dieser kleine Pfeil? Von dem C-Kreuz? Jetzt ist er auf dem Ding drauf.
Jetzt ist er wieder unten an der Linie. Aber sie hört auf, links und rechts zu gehen. Also es wird schon auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall weniger. Sind wir ganz ehrlich, es ist auf jeden Fall weniger, aber es ist nicht null. Ergib dich einfach! Es ist auf jeden Fall weniger, das stimmt. Aber es ist nicht null. Sonst nie angewendet, aber Thanks for... No, kein Problem. Ich probiere gerne Sachen aus, um zu gucken, was die machen. Also ein bisschen nach oben geht's, aber dieses links und rechts ist halt komplett weg. Das ist mein Fahrzeug? Nee, ja. Hab den Splitter. Gute Arbeit. Ich schick dir die Übergabekoordinaten. Der Kunde wartet dort auf dich. Komm mir vor wie eine Konzernagentin. Womit habe ich's hier zu tun? Mit China. Der Kunde ist China. China, so, so. Dachte, du schwimmst nicht gern mit Hain. Jeder hat Schulden wie. Man tut, was man tun muss. Was passiert, wenn du sie nicht bezahlen kannst? Was meinst du, warum wir solche Gossenjobs machen? Damit ich genau das nicht rausfinde. Was sind das für Schulden? Ach, nur Altlasten aus früheren Zeiten. Brauchte schnell Hilfe. Hilfe? Wofür? Hey, hab ich dich hier so ausgequetscht? In deiner Vergangenheit gewühlt? Nein, hast du nicht. Ich verarsch dich nur wie. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich das gern einfach hinter mich bringen. Also, fährst du jetzt dahin oder nicht? Bin unterwegs. Wie? Warte. Ja? Wenn du da bist, keine Fragen. Mach die nur stinkig. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts, ne? Ich hinterfrage gerne alles. Ja, bitte. Mietmuskeln. Das ist ja auch geil. Finstere Gasse, schwarze Limo, Schlips und Kragen. Brauche ich ein Codewort oder sowas? Zombie. Nicht besonders gesprächig, was? Heidi. Danke, ne? Ihnen vor. Wer denn keiner? Achso. Leute, ich dachte, das wäre der Fahrer gewesen. Hättest du das nicht auch diskreter erledigen können? Jetzt wird die halbe Stadt davon erfahren. Ich dachte, wir verstehen uns. Wie auch immer, das war's mit dem Auftrag. Ach ja, ich sollte ja nichts fragen, ne? Nichts sagen, nichts fragen. Ein Fehler. Upsi. Das wird die schon überleben, glaube ich. Hä? Hier war doch vorhin noch voll die Gang. Wo sind die? Hä?
die Gang gesehen, die hier stand? Du siehst nach Ärger aus. Okay. Das siehst du genau, ich wollte mal was gucken. Lizzys Knarre, sagst du, ja? Ist das die? Chaos? Nee, ne? Death in Texas? Ja, Lizzie, die meinst du bestimmt, ne? Also ikonische Waffen, die behalte ich schon, ne? Lizzie. Ja, aber habe ich nicht gespielt. Ich wollte eine legendäre Waffe haben. Wer ballert denn hier? Officer, brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe, Officer? Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie wollen. Und die nutzt du nicht? Nö, die nutze ich nicht. Wie gesagt, ich mag eher Revolver. Weißt du? Pistole ist zwar schön und gut, aber ich mag eher Revolver. Schnauze voll! Katzenbutter. Du willst da nicht ewig offen bleiben, oder? Jeder hat halt seine Lieblingswaffen, ne? Was? Ich mag auch diese Tech-Sniper eigentlich gar nicht. Die hat zwar nur 4 Schuss drin, ne? Und würde halt davon profitieren, was wir halt geskillt haben, ne? Dass die. Dass der letzte Schuss noch mal mehr Schaden macht. Will ich gar nicht finden. Aber ich mag eigentlich die andere. Die so richtig. Was? Dass wenn man abdrückt, ne, die hat richtig Wumms hinter. Wenn du drückst, die macht. Aber, naja. Habe ich bisher noch nicht gefunden. Also jedenfalls nicht als Rezept, als Schemata. Kein Problem. Scheiße, das reicht. Ich dachte, das ist so schlimm. Ich bitte die Hilfe. Ich glaube nicht, dass ich schon irgendwelche neue Rezepte habe. Hier ist auch wieder nur eine Tech-Sniper. Hier auch nur eine Tech-Sniper. Ich bräuchte eigentlich eine Power. Power-Scharfschützengewehr. Das müsste sein wie das hier. Ich mag eher so ein Scharfschützengewehr. Dass wenn du abdrückst, merkst du richtig, dass, ne, der Schmack ist dahinter. Apropos Schmackes. Wir haben ein bisschen was upgraden, ne?
Okay. Ja, voll leer, ey. Mir so leer gesaugt hier. Uiuiui, da hatte ich fast 500 oder so von, ne? Ich bin noch weit? Wie weit ist denn das? Ich sehe das ja nicht. Unentdeckt. Ach so. Ja, genau. Genau. Aber in erster Linie sollte man auch ein Spiel spielen, um Spaß zu haben. Ist egal, was man macht. Aber im Prinzip sniper ich sehr gerne. Im Prinzip schon. Aber ich habe auch nichts dagegen, in den Nahkampf reinzugehen, weißt du? Auftrag. Aua. Halbe Mille, ja. Muss aber auch sagen, dass ich schon viel ausgegeben habe, ne? Ich kann mich auf jeden Fall austoben hier, ja. Aber ich brauche trotzdem immer noch neue Schematas. Ich habe noch nicht genug Schematas. Der Sohn von Arati Kapoor ist an einer Überdosis Glitter gestorben. Du hast bestimmt davon gehört. Neuer Hardcore-Droge auf den Straßen. Arati will, dass du das Glitterlabor in einen Krater verwandelst. Im Anhang findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheißsituation. Hast du Jackies Maschine zu Schrott gefahren? Nee. Tatsächlich nicht, nee. Ich habe mir die Maschine selber gekauft. Für 41.000, glaube ich. Aber wenn du willst, ich kann wieder auf die Jackie-Maschine zurückgehen. Kein Problem. Ja, natürlich. Vor allen Dingen mit den Skills, die ich jetzt habe, ne? Aber hier geskillt, dass auch die Sachen 5% oder 10% oder 15% besser sind, wenn ich die jetzt selber herstelle. Also will ich natürlich auch Schematas haben, um selber herzustellen. Endlich mal was los hier! Was ist mit euch, Wichser? Was ist denn mit dem Auto da los? Wo will denn das Auto hin, sag mal?
Hat er gesagt, ich brauche nichts am Leben lassen, ne? Was soll ich die verstanden habe? Hallo? Das sind die Chinesen, ne? Ein Splitter. Tatsächlich. Das sind die Chinesen. Die ich dir einen Splitter gegeben habe. War ja nur eine Frage. Wir können ruhig das alte nehmen, ist doch kein Problem. Natürlich. Gott sei Dank sind die Sachen unzerstörbar, weißt du? Ich bin ganz froh, dass die Sachen unzerstörbar sind. Es gibt ja schon genug Spiele, wo man drauf achten muss. Macht mal Licht an, ich sehe ja gar nichts. Oh, was ist hier ein Viecher? Aber jemand ordentlich HP gehabt, wa? Haut doch mal ab jetzt hier. Lebst du noch? Lebst du noch? Soll ja alle umbringen, ne? Hat sie gesagt. Machen wir mal. Sind ja da nicht so. Von mir aus kann alles weg.
Verlasse das Gebiet. Ach, das war's schon. Mehr muss ich hier nicht machen. Nur ein paar Leute töten. Nichts umpolen. Irgendwas verbrennen? Gar nichts. Einfach nur die Leute töten. Was haben wir denn hier drin? Cybermod. Erhöht das Angriffstempo mit Mantis-Klingen. Oh ja. Wenn ich sie benutzen würde? Hätte man das auf jeden Fall nehmen. 55% schneller angreifen. Nicht verkehrt. Ich habe ja die Mantis-Klingen mal ausprobiert, ne, aber die sind mir ein bisschen noch zu buggy. Rocket Launcher mit Kick. Bam! Das war das Labor, genau wie bestellt. Natürlich wird es weiterhin Glitter geben, aber wenigstens haben wir die Wichser eine Menge Geld gekostet. Oh, und eins noch. Ich soll dir von Arati ausrichten, wie dankbar sie ist. Also danke und bis dann. Sehr schön. Also ich habe die Mantis-Klinge ausprobiert. So an sich ziemlich coole Sache, wenn sie halt dann auch richtig funktionieren würden. Also die sind nicht schlecht, die machen auch Spaß. Das Problem ist nur, dass die nicht richtig funktionieren. Auch das mit diesen Anspringen und so, da müsste man irgendwie noch so einen Indikator haben, ob man jetzt den Sprung schafft oder nicht schafft. Weil manchmal, weiß ich nicht, sind die Leute vor so einer hinter einer Deckung und dann lädst du deine Mantis-Klinge auf, damit du dann halt dahin springst. Und dann springst du halt vor die Deckung und hast halt nichts erreicht sozusagen. Nur so wenig. Doch voll viel. Wo hat er die gewechselt? Ja, und dann habe keine Aufträge mehr für dich. Oh, im Lager wartet ein kleines Geschenk auf mich. Iha. Sehr schön.
Naja, aber nur bei dem Mantis-Klinge, weil ich die ausprobiert hatte. Und manchmal ist es dann so, dass ein Gegner, ja, der steht 2 Meter vor dir und du lädst die Mantis-Klinge auf, um den anzuspringen, ne? Und dann macht die das nicht. Obwohl nichts dazwischen steht, ja. Also normalerweise müsstest du den halt anspringen können. Sind alles so. Ist noch ein bisschen buggy. Mach dir nichts draus, hast nichts wirklich was verpasst. Wie gesagt, die funktionieren nicht richtig. Aber probier sie ruhig gerne aus, wenn du möchtest. Ich brauch neue Waffen. Probier sie ruhig aus. Ich brauche neue Waffen. Ja, jeder kann so spielen, wie er möchte. Das Einzige, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe, ist, glaube ich, der Monodraht. Hast du den Monodraht schon ausprobiert? Scheiße! Ich brauche neue Waffen. Was ist das? Countermiss kaufe ich mal. Also wären diese Schematas nicht so verdammt teuer, ne? Dann könnte man ja auch sagen, ja okay, ich kaufe mir das. Aber, also wenn das jetzt nur 1050 oder so kosten würde. Ja. Aber dadurch, dass die 10.000 kosten, ist das nicht gebalanced, was das angeht. Ist nicht gebalanced. Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Ich brauche...
Also was ich auf jeden Fall kaufe, sind die goldenen Schematons. Egal was das ist. Aber die hole ich auf jeden Fall. Mann. Ich brauche neue Waffen. Monowire. Mhm. War dein erster Durchlauf. Hab mich bepisst vor Respekt. What? What do you mean? Legendären Kiste, mein Lachen wegen Film vernetzt. Ich brauche neue Waffen. War das ein Trailer oder was? War das ein Trailer, was du meinst? Ich habe nicht viele Trailer gesehen, tatsächlich. Sind die so stark? What? Warum hat die nochmal über 30 Schaden mehr? What? Hat das ein Schematon? Nee. Das heißt, ich sollte den Monodraht mal ausprobieren. Ich ja, werde ich, aber. Und zwar anständige. Jetzt noch nicht. Klar doch, top. Irgendwann probiere ich den auf jeden Fall aus. Johnny wird Minionic? Was ist das denn? Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Klar. Ach, scheiße. Ich brauche noch. Ich überlege gerade, welchen. Ich brauche neue Waffen. Welchen Film und zwar du meinst. Klar doch. Ich überlege gerade echt, welchen Film du meinst. Dir deine Belohnung, mach ich. Hätte ich auch gleich mal wieder eine Runde schlafen, wa?
Neofieber. Erhöht die Chance auf Schadensminderung um 5% und die Höhe der Schadensminderung um 10%. Cool. Kann ich die einsetzen? Nicht hier, oder? Muss ich zum Fixer. Cool. Nee, zum Ripper Dog muss ich genau. Dann setze ich das mal schnell ein, ne? Schwächere Version habe ich ja schon. Aber irgendwie komisch, dass man das nicht am Charakter sieht, oder? Was? Reißflagge? Gucken. Lass mich überraschen. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Siehst du an. Ich will mein Chrom auswechseln. Und zwar. Reflexe 18. Spinnst du? Na gut, okay. Das hätte aber auch Feuer da stehen können, oder? Und das Feuer da, dass ich Reflexe 18 brauche dafür? Nämlich nicht, dass das da stand. Reflexe 18. Holla, die Waldfee. Da muss ich noch ein bisschen leveln, glaube ich. Da bin ich denn jetzt Reflexe 12. Okay. Und nur 6 Level, mit 35 habe ich das dann. So ein Ding jetzt. Ist das gar nicht drin? Ne? Wie viel Schrott ich habe, ne? Unglaublich. Was ich ein bisschen blöd finde, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja so, dass hier alles leer ist, ne? Wie ist denn das bei dir? Ist hier überall eine Waffe bei dir drin? Weil ich meine, warum haben sie das überhaupt erst gemacht, wenn man da eh nichts reinpacken kann? Weißt du wie? Ein bisschen komisch.
kannst dir einen Witz erzählen. Was ist denn eigentlich mit meiner Karre passiert? Ja, mal dran. Komplettierungsfetischisten. So könnte man das auch nennen, ja. Knarre von Jackie oder weiß ich nicht. Aber wäre möglich, ja. Yo, wie? Mein Kunde Larry Fangorn sagt, sein Partner Adam hat ihn aus dem Geschäft gekickt. Der Club heißt Empathy. Larry will wieder einsteigen. Und du wirst ihm helfen, okay? Tja, was soll ich sagen? Die Clubbranche ist eben ein Fleischwolf. Infos anbei. War da gerade eine Auswahlmöglichkeit? Die ich nicht gesehen habe? Das ist meine Knarre? Nee, das war ja nicht meine Karre. Oder? Ist das die, mit der ich gestartet bin? Sah die nicht anders aus? Große Schwester Uzi von Skippy. Keine Ahnung, was du meinst. Der ist Skippy. Da oben lang fahren, ja? Ja. Der Baustelle Downtown geht's gerade heiß her. Okay. Unten, wa? Eine Smart-Waffe. Warum noch? Warum noch Muni? Was ist denn hier passiert? Mit Nummernschild hängt hier in der Luft. Du kennst Skippy nicht? Du glücklicher Mensch. Lucky Bastard. Nee, kenn ich nicht. Wer soll das sein? Kenn ich, glaube ich, noch nicht. Ich sehe jetzt nicht, woher. Oder was der macht. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch.
Warum treffe ich ihn nicht? Pistole, die mit dir spricht? Nee, hatte ich noch nicht. So ein bisschen was von Borderlands, oder? Gibt es da nicht auch eine Waffe, die spricht? Lies den Splitter, archivierte Gespräche. Patrick Müller? Nee, ne? Der Nervige. Lohnt sich, sagst du? Wie läuft's mit Max? Ist nicht einfach. Hatte mich auch überrascht. Ihm gefällt nicht, wie du jetzt drauf bist, ha? Huh? Ich mochte manche Sachen anfangs auch nicht. Mag sie immer noch nicht. Aber man findet sich damit ab. Was hat er nun vor? Das weiß er selbst noch nicht. Bis dann. Bei wie? Denk dran, die Medien lügen. Ja, mal gucken, ob er meinen Humor überhaupt trifft, ne? Warum wechselt der ständig den Spray-Inhalator? Was soll das? Warum wechselt der den ständig? Dafür irgendwie eine Tastenkombination, von der ich nichts weiß? Ich darf nicht mehr rückwärts fahren. Warum nicht? Hey, du kommst ja nicht. Ich darf ja nicht mit dir fahren. Nachricht.
Level up. Jeha! Okay, null Attribute. Wollt ihr Regie sehen? Nee. Falsch gesehen.